Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau Grab and Challenge. Im letzten Part haben wir jetzt angefangen, weiteren Nebenmissionen zu machen. Wir haben jetzt zuletzt Traumfugil ins Team bekommen, als Vorbereitung für die Ruine. Und jetzt wollen wir ein paar Missionen machen, um nebenbei noch ein bisschen zu trainieren. Hier im Frostwald sind wir jetzt angekommen und wir sehen schon, wir haben hier einiges zu tun. Die Ursa haben wir jetzt, glaube ich, schon gerettet, ne? Das haben wir schon gemacht. Und jetzt folgen die nächsten Ebenen dann. Und wir haben auch schon Frustration gefunden, Gott sei Dank. Und sollten hoffentlich auch den Rest an Sachen hier erledigen können. Ja, und nebenbei, wie gesagt, trainieren wir ein bisschen. Ich hoffe, Traumvogel wird dann bereit sein. Ich bin schon mal sehr gespannt. Ich glaube, die restlichen Items kann ich nicht mehr mitnehmen, ne? Genau. Okay, wir gehen mal weiter, würde ich sagen. Gut. Denn ich versuche ungefähr Level 33 anzusteuern für die Ruine. Dann sollten wir hoffentlich bereit sein. Ich muss natürlich wegen den Items noch gucken, weil ich wohl noch einige Topics hier bräuchte. Hier ist Geowatz übrigens. Hallo. Ich möchte dich mitnehmen. Ja, gerne. Sehr schön. So. Bam, bam. Ich muss dementsprechend mal schauen, wie viele Top-Elixiere ich überhaupt noch habe. Insgesamt, also nicht nur im Lager, sondern auch bei uns, bei den Pokémon. Das wäre noch ziemlich wichtig, mal zu wissen. Bam, 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 bam. Also Singlebären und Reifel haben wir genug. Wirklich mehr als genug. Aber ich brauche Top-Elixiere, ganz, ganz dringend. Ich werde dafür auch Chaos-Samen weglegen, Schlafsamen wahrscheinlich auch und Heilsamen. Ja, hier sind zwei Stück, da habe ich vier Top-Elixiere. Das müsste eigentlich reichen. Da habe ich drei Pokémon bei mir. Wahrscheinlich sind das sogar die drei Pokémon, die ihr jetzt gerade seht, die mit in den Dungeon kommen. Die sind nämlich ganz gut in der Kombination, weil einer hat, weil wir haben ja recht viel AP. Von den Typen her passt das ganz gut. Und auch Traumfugil kann ja einiges machen mit Sicherheit. Also eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt mit diesen drei Pokémon, wie ich finde, für die Ruine. Und vor allen Dingen, das wird, glaube ich, mein erster Durchlauf sein in meinem gesamten Leben. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Ich bin gespannt, ob ich das dann schaffen werde. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht kann ich ja mal einen Probedurchlauf machen, wo ich nur einen Flieger mitnehme oder sowas in der Art. Um mal zu schauen, auf welchem Level die so ungefähr unterwegs sind. Das wäre auch nicht so schlecht. So. Vielleicht bist du ja ein Ditto. Ne, bist du nicht. Okay. Bam, 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 bam. Dann gehen wir mal weiter. Ich schaue noch nebenbei noch nach ein paar Top-Elixieren, wenn wir hier noch was finden sollten. So, das ist jetzt mal eine Ebene ohne Mission, ne? Genau, das wäre jetzt die mit der Frustration, aber die haben wir quasi schon. So, die nächsten beiden werden interessant. Noctu und Kabutops. Das sind die beiden Pokémon nämlich, die übers Wasser gehen können. Aber dann wiederum habe ich ja Traumfugil bei mir. Das wird die ganzen Pokémon hier auch schon finden können, notfalls. Magnani gibt es mittlerweile auch schon. Moment. Stolrak können wir ins Team nehmen. Das wäre doch cool. Okay, Moment. Bevor ich jetzt weitergehe. Das sollte sich ja schon irgendwie lohnen. Ich möchte schon gerne Stolrak bei uns haben. Okay, Ditto wäre natürlich auch nicht schlecht. Bei Stolrak wäre ein Stahl-Pokémon. Das ist ziemlich cool. Spielt er Stolos? Warum nicht? Wobei, es entwickelt sich, glaube ich, erst auf Level 42, ne? Hallo, Magnaian. Bam. So, weg mit dir. Wo ist das alles? Es gibt nur Magnalien hier, kann das sein? Weg mit dir. Auch weil wir sind natürlich Ditto. Aber was soll's. So, könnt ihr euch alle mal herkommen, ist kein Problem. Du sollst ihn nicht finishen. Das soll nicht der Fall sein. Ich bin natürlich gehandicapt, bitte trifft trotzdem. Sehr schön, sehr gut. Wunderbar. Stolrak? Vielleicht finde ich hier trotzdem noch. Ich habe eben noch die Hoffnung. Magen habe ich noch genug dabei. Was auch ziemlich komisch klingt, wenn ich genug Magen dabei habe. Dam, dam, bom. Ah, guck mal hier. Das Ding möchte ich zum Beispiel gerne mitnehmen. Komm ins Team. Komm schon. Noch Mano. Schade. Vielleicht du? Ich hoffe, hauptsächlich ich treffe auch. Nee, ist mein Ditto, okay. Da, 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 dam. Ich würde nur ins Team nehmen, Leute. Mehr will ich doch gar nicht. Guck mal, hier steht sogar ein Ditto. Auch schön. Na, wie geht's dir so? Schockwelle. Komm ins Team, nö. Mano. Ich brauche mehr Itemlager-Möglichkeiten irgendwie. So, lass mich mal schauen. Es gibt ja vor allem nicht so viele Räume hier. Oh, das finde ich gut. Das finde ich ganz klasse. Moment, erstmal Durchbruch, weil ich muss dem mal ganz kurz entgegenkommen hier, dem Stolrak, bevor der Rest irgendwie angreift. Bam, 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 bam. Weil ich glaube, das wird nicht reichen, ne? Doch, es reicht. Ich komme trotzdem nicht ins Team, aber es gibt verdammt viele Erfahrungspunkte. Verzweifle, du bist ein Ditto. Definitiv. Komm ins Team. Mann, oh. So wahrscheinlich kann das doch gar nicht sein, oder? Komm ins Team. Bitte sei so nett. Komm ins Team. Komm doch ins Team. Komm ins Team, Mann. Oh, jetzt kommen sie natürlich alle. Das finde ich sehr gut. Kann ich alle gebrauchen. Sehr schön, Erfahrungspunkte mäßig. So will ich das sehen. 2, 2, 2. Schön. Läuft bei uns. So. Ich will doch nur Pokémon haben. Komm schon. Mehr will ich nicht. Und Top-Elixiere werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr finden. Hier schlafen dauernd Dittos ein.
Was ist los hier? Okay, das wollte auch nicht bleiben. Du vielleicht? Komm schon. Komm schon. Das sieht immer so ganz kurz danach aus. Weil die nur ganz kurz aufploppen. Das finde ich total gemein. So, bleib jetzt bei mir. Ah. Na gut, aber wie gesagt, man sieht ja schon, man kriegt ja ordentlich Training ab. Aber richtig schön. Das ist sehr, sehr gut. Gerade die ganzen Stolrak. So, Moment, ich wie sehe ich auch so. Du bist ein ganz normales Ditto. Außer du machst dich selber fertig. Das wäre nicht... Doch, du machst dich selber fertig. Gut. Vor allen Dingen, Moment. Wenn die sich selber besiegen, kriegen wir keine Erfahrungspunkte. Oh, Moment, da muss ich hin. Genau richtig, da hat man es gerade gesehen. Normalerweise sind die Erfahrungspunkte mit drin. Hier Verzweifler, selbstbesiegt, kampfunfähig. Hier haben wir zum Beispiel Erfahrungspunkte bekommen. Das ist ja blöd. Na gut. Und vor allen Dingen haben wir da keine Chance darauf, dass das Pokémon zu uns ins Team kommt. Bam! Es möchte keiner ins Team. Kein Pokémon möchte ins Team gehen. Aber ich habe noch eine andere Möglichkeit. Ich kann noch dann zu Flooper wechseln halt. Das geht natürlich auch. So, Moment. Also, dass Flooper dann hier Anführer wird und von da aus dann Pokémon ins Team nimmt. Das geht natürlich auch. Moment, das mache ich jetzt auch mal ganz kurz. Flooper, du wirst mal kurz zum Anführer. Wo bist du überhaupt? Geht das? Müsst ihr doch eigentlich können, oder nicht? Hä? Kann ich ins Team? Moment. Wieso geht das nicht? Oder bin ich jetzt blöd? Hä? Vorher konnte ich ihn doch zum Anführer machen, oder nicht? Warum geht das jetzt nicht? Warum geht das nicht? Ich kann reden, abschieden, gut prüfen, Taktiken, ja. Ich kann nicht mehr zum Anführer wählen. Das ging doch vorher. Bin ich jetzt blöd, oder mache ich irgendwas falsch? Oder ist irgendwas... Oh, ich glaube, ich muss die Ebene verlassen. Okay, schade drum. Naja, aber dann sieht man, dass man hier gut trainieren kann. Das ist schon mal wichtig. Dann gehe ich jetzt halt mal weiter. Schade drum. Na gut, was soll's. E8. Zielebene. Und ich kann schon wieder die Karte nicht sehen bei dem Hintergrund. Mann, Mann, Mann. Geld. Oh, das ist doch ganz was anderes. So, da ist Noctu direkt. Sind ja auch gut. Plosivsamen. Plosivsamen. Brauche ich nicht. Wobei, die kann ich gleich mal essen natürlich. Da habe ich mir ein bisschen im Magen. So, mein Freund. Du kommst mit uns. Tschüss. So, nein. Und ja. So. Einmal essen kurz für den Magen. Ich habe jetzt 20. Habe ich denn 25? Ja, habe ich. Gut, passt doch. Was haben wir hier? Kraftband. War zu erwarten. So, ich glaube, ich sollte nicht mehr weitergehen grundsätzlich. Oh, da kommen schon die ganzen anderen Pokémon natürlich. Okay, es ist dabei geblieben. Dam, bom, Dönerblitz. Komm ins... Nein! Natürlich geht es dann daneben. Eisenabwehr ist auch ziemlich gut. Nein, da will ich ins Team kommen. Was kommt uns da entgegen? Ein Magnarian. Gut, das kann ich dann so grillen. Passt schon. Dam, bom, 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 bom. Jetzt hat natürlich keine AP mehr. Ist aber nicht so schlimm. E9. So, Zielebene erreicht. Die letzte damit auch. Oh, guck mal. Passt perfekt. Sehr schön. Hier gibt es auch gar kein Wasser mehr, ne? Sehe ich das richtig? Gut, ich werde dann auch mal direkt somit verschwinden. Aber Frostwald, Merken, Stolrak sind gut. Dann schon verlassen. Ne. Obwohl doch, ich will. Moment, ich glaube, ich gehe doch lieber. Ja, verlasse ich doch. Doch. Wir gehen hier raus. Wir hauen ab. Sehr, sehr gut. Wir sind hier damit durch. Ich hätte haben auch hinbekommen im letzten Part. Georgborg. Sehr gut. Weißgummi, okay. Und viele Ritterpunkte. Fleischhandel kriegt sogar bald noch einen neuen Rang. Mal gucken. Vielen Dank für meine Rettung. Ich habe sogar einen Avatar. Cool, ne? Flora-Gummi. So, das geht raus. Belebersamen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir bereiten uns immer mehr vor. Frustration. Ja, da hat er sich... Ich bedanke mich für diese Frustration. Aber frustriert dürfte er jetzt nicht mehr sein eigentlich, ne? Na gut. So, die beiden haben sich auch wieder. Reflektor kriegen wir natürlich. So. Ich meine, Reflektor ist eine sehr, sehr gute Supporter-Attacke tatsächlich im Spiel. Weil wenn einer Reflektor einsetzt, dann kriegt das ganze Team einen Reflektor. Das heißt, Fischattacken machen grundsätzlich kaum Schaden. Oder weniger Schaden. Das ist ziemlich gut. Noch ein Vorgummi. Was haben die ganzen ihren Gummis hier? Was ist los? Mensch. Na gut, das war gute Arbeit für heute. Bla, 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 bla. So, das wäre erledigt. Nur leider kein neues Teammitglied. Aber das ist nicht so wild. Ich brauche jetzt nur Top-Elixiere. Und dann sind wir irgendwann bereit... in die Ruine zu gehen. Ich weiß aber nicht, vielleicht soll ich doch noch öfters mal in den Frostwald gehen. Auch trainingshalber. Gab es denn irgendwo einen Ort, wo wir
tendenziell oft Top-Elixiere bekommen haben. Ich glaube, in Donnerberg gab es das, oder nicht? Gab es nicht öfters Top-Elixiere? Müsste ich nochmal gucken, eigentlich. So, was haben wir... was kommt hier uns entgegen? Dungeons und Wetter 1. Sonnig versteckt Feuerattacken und schwächt Wasserattacken. Sandsturm fügt regelmäßig Schaden zu, außer Bodengesteins und Stahltypen. Wolkig, alle Attacken und Angriffe werden geschwächt, außer Normaltypen. Oh, das ist echt ziemlich böse, wolkig. Aber stimmt, alle Angriffe werden grundsätzlich geschwächt, außer Normal. Okay, Regen fällt Explosionen, versteckt Wasser und schwächt Feuerattacken. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, was haben wir hier Schönes? Oh, shit. 600 Poke. Das ist keine Eskorte. Das ist eine Eskorte. Spezialband. Okay, das braucht keine Sau. Und das ist natürlich unser Freund, das Partnerareal. Ich nehme mal diese beiden hier an. Aber auch nur, um gleich den Clearback wieder zu löschen, glaube ich. Ja, den brauche ich nicht. Nur ein Spezialband ist mir zu wenig. Das ist auch noch interessant. Und dann natürlich die Lapishöhle. Die ist sehr, sehr gut. Gab es da nicht sogar auch Top-Elixiere? Soll ich damals nicht hingehen? Soll ich das tun, Leute? Soll ich das tun? Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich mittlerweile? 5000, sehr schön. 5500 so genau gesagt. Das heißt, ich kann auch wieder mir ein Partnerareal holen. Das tue ich auch. Ich brauche dringend ein Wasser-Pokémon bei uns. Ganz, ganz dringend. Okay, da sind noch diese hier übrig hier. Nicht schlecht. Das sind keine Zeiten, okay. Sandstrand, haben wir da schon was? Winkel, natürlich, stimmt, da war ja was. Hier gibt es nur Azurel. Und das waren die hier. Ich glaube, Schatzmeer klingt ganz gut, ne? Ja, das hole ich mir jetzt auch. So, Schatzmeer, du bist... Oh, Moment. Schatzmeer, jetzt bist du unsers. Ja. Geht doch. Luffy! Schatzmeer ist bei uns. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Sehr, sehr gut. Nö, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nur mal ganz kurz zur Post und mal schauen, was da so los ist. Bam, badam, bam, bam, badam, bam. So. Ist hier was Besonderes? Riesenschluck, Riesenschluck. Das sieht auch nicht schlecht aus. Schon wieder Tumultwald. Nehme ich mal mit. Und die Riesenschlucht nehme ich auch mal mit. Dann gucke ich mal. Riesenschlucht? Eskorte zu Golbat. Was nehme ich da mit? Radfratz, okay. Bis E12. Okay. Soll ich da hingehen? Was mache ich als nächstes, Leute? Ich weiß es nicht. Ich kann auch ins Makuta-Dojo gehen. Das wäre auch kein Problem. Ich könnte jetzt jeden Part die ganzen Sachen machen, eigentlich. Das wäre kein Problem. Bam, bam, bam. Ach ja, ich wollte noch mal ins Lager gucken. Was da jetzt übrig geblieben ist. Da müsste jetzt noch einiges sein. Ach so, du gehst auch nicht zur Ruine, meine ich. Na, meine mütterliche Fürsorge wird dich überall hin begleiten. Also, bla 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 bla. Auch schön. Ach so, okay, jetzt kann ich das. Oh, so kann ich das natürlich nicht sehen. Stimmt auch. Ich bin ja intelligent. Dann schaue ich lieber hier nochmal. Wobei das auch wieder lange dauern wird. Das muss ich wahrscheinlich lieber offscreen machen. Na gut, ich gehe zu Flooper. Sammle den mal ein. Ich glaube, ich mache mal wieder ein bisschen was in Magüter-Dojo. Zumindest in jedem Part ein bisschen was. Ich glaube, das ist okay. Damit sollten wir alle hier leben können. Und ich nehme Tromphogie natürlich auch mal mit. So. Die beiden und ich, wir gehen in die Ruine. Absolut leider nicht. Das ist nicht so wild. Tropis auch nicht. Das wäre natürlich auch grundsätzlich gut. Meti wäre auch noch potenziell natürlich mit dabei. Aber das bräuchte noch ein paar mehr Attacken. Das ist noch nicht so variabel genug, wie ich finde. So, Makuta Dojo, trainieren. Was soll als nächstes sein? Elektro-Training. Ich mach mal zwei Trainings, würde ich sagen. Oder ich mach mal so viel Training, bis der Part zu Ende ist. Und im nächsten Part entscheide ich dann, was wir als nächstes machen. In welchen Dungeon wir also als nächstes gehen. Das müsste doch okay sein. Damit können wir doch alle leben. Das weiß ich. Wir gehen direkt mal weiter. Wir können ja auch richtig durchspeeden eigentlich. Das sollte kein Problem darstellen. Badam, badam, bom, bladadadadam. Hallo und tschüss. So, oh, da kommt noch was entgegen, aber Traumfugie klärt das schon. Das ist kein Problem. Ich glaube auch, dass Traumfugie grundsätzlich ein sehr, sehr guter Supporter sein wird. Also hat zwei sehr, sehr starke Attacken, Erstauner und Spukball. Spukball kommt auf, er trifft auf Entfernung und Erstauner kann ja sogar flinchen. Was sehr, sehr gut ist. Groll. Auch sehr stark. Kann den Gegner die AP erstmal rauben. Also nur von einer Attacke. Und Horrorblick kann paralysieren. Oh, das soll nicht passieren. Moment. Oder wie heißt das? Ja, Fußklammerstatus. Das heißt, nicht nur, dass er paralysiert ist, sondern er kann sich nicht mal mehr bewegen. Ist sogar noch besser eigentlich. Also, beste Voraussetzung für alles Mögliche. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, ich kann meine Elektro-Attacke nicht einsetzen, glaube ich.
Das ist aber nicht so wild. Dum, bum, 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 bum. Greif mal an, Jungs. Das passt ganz gut. Ja, du kannst auch angreifen, mein Freund, aber hast natürlich nicht getan. Da, dum, bum, 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 bum. Ich glaube, Snooper ist heute ein bisschen... Ja, der hat heute gar nicht so wirklich Bock. Aber was soll's. Sehr schön. Das wäre erledigt. Okay, was kommt als nächstes? Ich gehe jetzt erstmal alles durch, was geht. Ich muss mal schauen, kann ich schon sämtliche andere Sachen machen? Ah, guck mal. Ich kann Team Tengu, Team Klammer, Team Hydro und Team Rumpelfels machen. Also Team Tengu ist ja klar, ist das Tengulis-Team. Team Klammer ist von Artillery, Team Hydro von Zordok, das ist sehr, sehr stark. Und Team Rumpelfels von Geowatz. Und natürlich die ganzen typenspezifischen Bereiche. Aber das wird richtig intens, glaube ich, die ganzen... Also wenn ich Turtok und Co. schaffen könnte, dann wäre ich stolz auf mich. Gut, ich bin Pikachu. Aber trotzdem, die verlangen schon einiges von einem ab. Ich weiß aber gerade nicht, ob wir Items verlieren sollten, wenn wir jetzt im Dojo mal verlieren. Habe ich ja sogar theoretisch mal gemacht. Also wir sind bei Quapsel, im Wassertraining sind wir ja schon mal gestorben. Und ich habe es bis heute vergessen, was passiert ist. War einfach ein zu sehr starkes Trauma, muss man sagen. Du schläfst direkt im Eingang, Quiekel. Das ist nicht sehr schön. Das mag ich nicht so. Bam, 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 bam. So, Schnäppke, du bist auch weg. Snooper hier, unser Eiskiller. Klingt auch gut. Das ist ein sehr schöner Spitzname. Eiskiller. Jetzt kommen sie alle. Auch schön. So, ich spreche hier alles durch. Und tschüss. Bam, 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 bam. Kein Problem für uns. Auch die Keifel nicht. Wie viel Erfahrung bringen die zumindest? Ich kann mal wissen. 175. Nicht wenig. Hier, das Eistraining kann man empfehlen. Wobei wir aber spätestens aufpassen müssen, ist das Psychotraining. Das wird verdammt gefährlich sein, weil da hauptsächlich wohin genau rumlaufen. Die sind verdammt gefährlich. Einerseits Konter, andererseits Spiegelcape und dann der Abgangsbund. Der lange hält und dann dürfen wir sie nicht besiegen in einer Zeit, die Pokémon. Sonst gehen wir auch drauf. Und das ist nicht allzu cool. So, U3. Hallo I3. Wie geht's euch? Tschüss. Wäre natürlich sehr cool, wenn die anderen beiden jetzt auch angreifen würden. Oh, sehr schön. Machen sie sogar. Aber ich glaube, Spupe auf Keifel wird nicht reichen, oder? Doch, tut's. Cool. Sehr, sehr nice. Bam, bam, bam. Das ist doch schön. Gut, dann können wir weitermachen. Solange es der Part noch zulässt. Vielleicht kriegen wir sogar noch die komplette Leiste hier voll. Wenn wir schnell sind, kriegen wir das hin. Aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ist ja nicht so wild. Kampftraining U1. Bam, 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 bam. Du bist jetzt gleich tot, Mann. So, sonst noch was hier irgendwie unterwegs? Nee. Nur Treppen. Na gut. Also dieses und das nächste Kampftraining sollten wir noch hinkriegen. Vor allem, wenn wir die Treppen so schnell finden. Denn es ist ja nice. Bam, 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 bam. Kiki, die sind gefährlich. Da muss man aufpassen. Die kann sehr gefährlich sein. So, Glutex, du zeig, was du kannst. Den du greifst natürlich nicht an. Sehr schön. Quickly bleibt natürlich am Ende übrig, aber es muss dann selber klären. Na gut. Oh, 248. Sehr, sehr cool. Ich muss ja auch sagen, das Training im nächsten PMD hat mir sogar besser gefallen, weil da man sogar Poke und Singlebären und Fleeops finden kann. Und das sind, glaube ich, auch die wichtigsten Items, die man so finden kann. Also Singlebären, Fleeops. Klar noch Belebersamen, aber ganz ehrlich, Singibären, die braucht man so oder so immer. Das war sehr, sehr praktisch damals. Da hat sich das Training immer am meisten gelohnt. Guck mal, Dick, das gibt's hier. Süß. Ich belege sogar einen Angriff von mir. Was ist das denn? Weg mit dir. So, haben wir ganz kurz nichts gehört. Auch schön. Oh Gott, Dick, das blickt, wenn es angegriffen wird und besiegt wird. Das ist ja schlimm. Dieses komische Auge. So. Spukball incoming. Sehr gut, funktioniert. Auf Traumvogel ist Verlass. Das gefällt mir sehr gut. Bam, 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 bam. So, ansonsten. Hallo, Funpi. Mal was Neues hier. Auch schön. Ich weiß gar nicht mehr, was uns gleich im Bossraum erwartet. Sniping Time. Das finde ich cool. Nein. Auswegslos. Diese blöde Fähigkeit. Moment. Bam. Jetzt müsste ich mich dann wieder bewegen. So. Da muss man echt aufpassen. Ist gar nicht mal so einfach. Gerade bei Dictree, wenn es mal auftaucht und Erdbeben einsetzen möchte, dann wird es gefährlich. U3. Achso, die vier tauchen auf. Okay. Na gut. Schockwelle. Bams.
Ja, das war auch echt viel. Und der Rest trifft nicht. Ja, sehr schön. Das ist ja Wahnsinn. Was machst du da drüben? Okay, die machen jetzt alle nur Heuler. Und es ging sogar mal daneben. Ich bin schwerst beeindruckt. Okay. Na gut, du kommst mir entgegen. Lass mich in Ruhe hier. Ich mache das erstmal noch fertig, Leute. Und dann kann ich auch die Part beenden. Jetzt kann keiner mehr treffen. Was ist los hier? Es trifft niemand. Triff einer. Geht doch. Bum, 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 bum. Ah, bei mir läuft es wieder. Sehr schön. So muss es sein. Sehr gut. Dann sind wir fertig hier. Das war das letzte Training für heute. Im nächsten Part schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ich werde mal gucken, in welchen Dungeon wir jetzt nächstes gehen. Ich will nur gucken, wo ich vor allen Dingen am schnellsten Top-Elixiere kriegen kann. Denn sobald wir die haben, würde ich auch sagen, können wir loslegen. Ich brauche mindestens 4 Stück, würde ich auch vermuten. Oder gleich 6. 2 für jeden von uns im Team. Wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Kann man machen. Na gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, das war's für heute. Im nächsten Part geht es dann weiter hier. Und wir werden mal gucken, wie ich eben weiter was jetzt nächstes machen. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.